Dun, 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 dun. Hot World Soulstorm. 6. April. 6. April kam das raus. Da haben wir alles. Haben wir hier eigentlich auch alles jetzt? Ja, sehr schön. Was haben wir denn hier? Was haben wir hier für ein Level? Haben wir auch alles? Übrigens jetzt nur noch diese hier. Future Frenzy. Ich weiß gar nicht, haben wir alle? Nee, Platin meine ich nicht. Ich hole überall nur Gold. Mehr brauchen wir nicht. Ich habe alle Dings. Aber das ist, glaube ich, das Level, wo man nach unten muss, meine ich mal. Aber wir holen hier trotzdem das Relikt. Bin aber mal gespannt, was potenziell als nächstes von Oddworld kommen könnte. Ja, das stimmt. Und ich hoffe, die gehen dann back to the roots und machen nicht so weiter, wie sie jetzt bei Soulstorm angefangen haben. Die sollen das Crafting weglassen. Das Sinn, dass man die überhaupt mitnimmt hier? Minimal, ne? Beste Mucke gerade. Jo. Ich weiß gar nicht, ob bei Crash 3 noch was Geileres gibt. Oh, Maske ist schon mal grün. Wäre fast schon weg gewesen. Oh, zweite Maske. Hier gibt es bestimmt. Superman. Ja, wie es hier einen gibt. Scheiße. Schön. Was war das denn hier? Schön nieder, ne? Coronavirus des Landes Nordrhein-Westfalen. Alles klar. Das ursprüngliche Konzept der Quintologie war ja, dass jeder Ableger ein anderes Genre hat. Allerdings halte ich es nach Soulstorm nicht für unwahrscheinlich, dass noch was mit Ape kommt. Ja. Wobei ich auch nicht weiß, wie Soulstorm enden wird. Kann ich, dazu kann ich noch nichts sagen, soweit bin ich noch nicht. Aber ich würde es begrüßen, wenn Abe einfach in der kompletten Quintologie dabei ist. So, dann hätten wir hier alles. Machen wir hier weiter. Oh nein, ein Unterwasserlevel. Ah, Moment, Unterwasserlevel haben wir schon gemacht, ne? Da haben wir sogar Platin, unser einziges Platin-Relikt. Okay, Dynamite. Mach mal. Müssen eigentlich hinten anfangen. Nächste Level mache ich dann wieder das hintere. Jetzt habe ich
Das habe ich gerade im Chat gelesen. Naja. Hattest du nicht sogar schon Hot Coco durch? Ich glaube schon. Ah hier, Rick, du kennst dich doch aus. Wir müssen ja noch das Dino-Extra-Level machen. Mit dem Mini-Dino. Weißt du zufällig, welcher Gegner das in welchem Level war? Crash sind ja schneller, ne? Kann das sein? Schon lame. Ich wollte gerade sagen, ich hätte gern Checkpoint, aber verdirbt ja hier nicht. Aber Maske ist auch okay. Bäh. Der könnte es gewesen sein, glaube ich. Aber ich glaube, das war. Ich glaube, das war in so einem extra Ding drin. Welche Konsolen hast du noch, Julian? Also ich habe PlayStation 1, 2, 3, 4. PSP habe ich. Eine PlayStation TV, also so eine halbe PS Vita, wie man es auch immer nennen will. dann habe ich NES, SNES, N64, GameCube, eine Wii. Der Game Boy. Also Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Pocket und einen Advance habe ich noch nicht. Den wollte ich mir aber irgendwann noch kaufen. Genau, Nintendo DS. Ein C16 habe ich noch und eine Pong-Konsole. Das war's. Ich wollte mir auch irgendwann noch eine Sega-Konsole zulegen. Ich weiß nur noch nicht welche. Aber Xbox kommt mir nicht ins Haus. Aber hier kriegt man, glaube ich, einen Superman. C16. Du kennst doch bestimmt einen C64. So, ich sag mal, kleine Bruder davon. Hat grafisch geht das mehr so Richtung Atari, aber ein bisschen besser von der Grafik her. Also kann auf jeden Fall nicht so viel wie der C64, bei weitem nicht. Aber ich habe das quasi von meinen Eltern geerbt, sag ich mal. Also ich habe es auf dem Dachboden gefunden und es hat nicht funktioniert und ich habe es repariert. Habe ich übrigens auch repariert. Ich
Ich mag es irgendwie, Sachen zu reparieren. Nein! Du hast aber eine ganze Menge an Konsolen. Ja, das hat sich so über die Zeit irgendwie angehäuft. ...1910 hat man. Dann ist doch eigentlich... Ich habe jetzt nicht wirklich drauf geachtet, was ich hier für einen Schund gemacht habe. R1. Finde ich gut, wenn man Sachen reparieren kann. Ja, was heißt kann? Ich versuch's. Weil wenn die Sachen kaputt sind, dann kannst du eh nichts schlimmer machen. Außer, sie funktionieren auf einmal wieder. Halt das gleiche wie mit der PlayStation 2 von Dennis. Also. Ah, ich habe auch Controller, habe ich schon repariert. PlayStation 3 Controller. Bei der PlayStation 2 würde ich mich an eine funktionierende nicht ranwagen, weil ich Angst. Das ist sehr spack alles da drin in dem Gehäuse auf jeden Fall. Und da hätte ich. Hätte ich halt Angst, dass ich die am Ende nicht mehr zusammenkriege. Aber da die PlayStation sowieso so jetzt gerade nicht funktioniert, wie sie gerade ist, kann ich es ja probieren und einfach hoffen, dass sie dann auf einmal wieder funktioniert. Und wenn nicht, wird sie entweder ausgeschlachtet oder kommt direkt auf den Sperrmüll. Ja, auf den Sperrmüll jetzt nicht, aber ein Elektroschrott beim Tumbaumarkt. Mann! Ich habe auch sehr viele Konsolen, bin Sammler. Hast du auch Xboxen? Xboxes, Xboxinen, wie man das auch immer nennen möchte. Komm her, Teppich. Komm her. Dankeschön. Nein! Xbox hast du auch alle. Ich weiß nicht, an der Xbox reizt mich so gar nichts. So aktuelle also im Vergleich würde ich mir auf jeden Fall eine aktuelle Nintendo-Konsole holen als eine Xbox. Ich weiß nicht, irgendwie ist so Xbox so. So gar nicht irgendwie meins. Aber es ist eben so das seine. Ist auch schön, dass es dann so viele Konsolen gibt. Ich mag das hier nicht. Ich sage mal so, man braucht Xbox gar nicht, wenn man einen sehr guten PC besitzt. Das stimmt allerdings. Weil es halt viele Spiele auch so Microsoft-technisch halt für den PC gibt. Also die es für Xbox gibt, die gibt es dann meistens auch für den PC, wenn sie nicht auf der PlayStation 4 sind.
Warum? Es gab mal eine Zeit, oder es war im Original so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist man auf die Kiste draufgesprungen und dann ist er direkt wieder zurückgegangen an seinen Platz. Da an dem Hangelding da.